So, ich fliege jetzt einfach hier raus mit dem ganzen Karre hier, von daher Arsch lecken. So. Guck, ob ich das schaffe. Wow. Ich hoffe, ich lande im Wasser. Ah, das ist eine coole Mission hier, gefällt mir. Ich glaube, ich lande nicht im Wasser, oder? Oh shit, aussteigen. So, nee, das bringt nichts. Dann lieber neben Wasser landen. Ich hab's letztens geschafft, im Wasser zu landen, ohne Fallschirm. Und mitsamt Auto. Also ohne Auto erstmal, aber insgesamt mit Auto. Naja, hat nicht so ganz geklappt wieder, wie so oft. Au. Oh, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Meine Fresse, das hätte echt wieder nicht sein müssen. Super. Naja. Das wäre wieder fast ein Fehler gewesen jetzt. Das war ein Fehler im Prinzip. So. Na komm, fahre. So, fahren wir diesmal hier lang. Ich weiß nicht, ob ich hier lenken kann mit dem Auto. Schön wär's. Ich steig mal aus hier, das bringt ja eh nichts hier. Ne, ich bin noch auf der Straße hier. Ich hoffe mal, ich lande jetzt im Wasser hier. Ja, jetzt bin ich im Wasser. Sehr schön. Zumindest will ich im Wasser landen. Und das ohne Fallschirm. Okay, hat auch nicht geklappt. Ich dachte, das geht. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, das geht. Ich dachte, ich hätte es letztens auch geschafft. So, jetzt reicht's mir aber. Also, ich will ja jetzt noch ein bisschen was schaffen heute. Zweimal sterben reicht. Na komm, steig ein. Meriwether-Kiste oder was auch immer das ist. Kennis Mesa oder sowas. Naja. Ah, das ist schon ganz schön krass. Mit einem Geländewagen hier rauszufliegen. Oh mein Gott. Ich glaube, man kann auch noch Überschläge machen oder sowas. Dann steig mal lieber aus jetzt. So, ein bisschen ins Wasser springen. Und zack. Fallschirm. Sehr schön. So, ich hoffe, das klappt jetzt auch mal ein bisschen hier. So, ah, toll. Ist die Karre einfach abgehauen hier. Ich weiß nicht, was in meiner Minimap los ist hier. Ah, jetzt. Okay. Ah, endlich bestanden. Ja, Treffgenauigkeit, Fliegen auf 4 Rädern, bla bla bla. Oder war es eine andere Mission? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendeine Mission gab es, wo man im Wasser auch ohne Fallschirm landen konnte. Ich weiß es nicht. So, aber ich brauche jetzt euer Auto hier. Jesus. Sorry, Lady. So, dankeschön. Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. We survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God. The fuselage went into the so, soweit ich weiß, wurde es jetzt wieder völlig vom Arsch. The hardware with dive gear or something. Ah, good idea. But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. So, was müssen wir denn jetzt machen hier? Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent Sanchez was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, alright? They ain't using me. Let's make that clear. Ja, ganz klar. Also ich glaube, wir haben beide Seiten Vorteil auf jeden Fall. So, haben wir jetzt eine Mission? Ach, wir hatten die ja schon geschafft, okay. So, leider wieder kein Gold. Aber ist mir eigentlich jetzt auch egal. Eigentlich wollte ich ein paar Missionen mit Gold noch schaffen, aber... So, hier sind wir doch schon. So, Liquor. Ace Liquor. So, aussteigen, danke. Wo muss ich jetzt hin? Hier einfach rein oder was? So. Naja, hier ist nichts. Ich glaube, ich muss da hoch irgendwie zu dem anderen Chefkoch oder wie der hieß. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Chefkoch hieß er. So, wo ist die Treppe? Hier. Sehr schön. Gucken, was der Assi jetzt wieder von uns will hier. Ich glaube, hier war das. Ein paar schöne Lichteffekte auf jeden Fall, das muss man sagen, wie die gute alte Xbox. Wie gesagt, Diablo 3 und Dark Souls 2 werde ich auf jeden Fall noch spielen für Xbox. Vielleicht auch noch
Assassin's Creed Liberation. Ich weiß es noch nicht. Nice place you got here. Oh yeah, it's easy to mock, isn't it, huh? Cheap and naja, fucking easy. But this here is my place. Von die Ecke gepisst, oder was? Paid for my place. All right, relax. I was just being sarcastic. Yeah, well, don't be, all right? Because the world doesn't need any more sarcasm. It's the blight of the age. Yeah, I get the point. You don't get the point. You're like every other asshole. You made a bit of money, and you became a turd. Got news for you. I was always a turd. No! You weren't, man. You were something. But now, man, you know, you're like this place. You're a shell. Go fuck yourself. Ja, wo recht hat, hat recht. Are you some kind of pure morally justifiable asshole? What, because you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh, yeah, you're a fucking hero. So far above it all. Oh, yeah? Well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open. See what's there, baby, because I'm ready. Hello? Oh, damn it. Oh, ladies, what's up? Den Typen hat sich schon die Pest. I'm sorry, but we've got a problem. Government funding thing. We need you to, investigate a research lab upstate. It's about terrorism, the big one, nerve gas, biological terror. Ja, wie immer. Irgendwas ist immer. Terrorismus ist ganz großes Thema, auch in unserer Zeit. Rotor, heavy lift helicopter, truck, weapons. You'll have to source all of that. Chopper alone will set you back a couple of mil. Oh, no worries there. Trevor here, he just came into a lot of money. Is that sarcasm? Oh, you're fucking A right at sarcasm. You fuck. A few weeks ago, I was happily retired, sulking by my swimming pool. My psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We, our little posse, are flat fucking broke. But hey, let's go out and spend $2 million on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Forgive me, you ignorant fuck. But sarcasm is all I fucking got. Immer ruhig bleiben, Michael. Das bringt alles nichts. Machen muss es eh. Yes! Woo! Welcome back, man. It is the old you. Yeah. Well, we gotta go. It's been great, but Dave here's got a Pilates class. Now remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye bye. Schwuchtel. Ah, Jesus. Eins kann ich euch sagen, ewig wird der Typ nicht leben. Für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen sollten, was eigentlich... Jeder kennt eigentlich das Spiel. Ich glaube, jeder, der eine Xbox und eine Playstation hat, hat mittlerweile auch das Spiel hier. Ich glaube, es gibt nur noch wenige Leute, die das Spiel nicht haben. Ich glaube, das Spiel hat sich 30 Millionen Mal verkauft. Und das Spiel ist gerade mal seit September letzten Jahres raus. Also sprich 4 Monate. Da kann mir keiner sagen, also die allermeisten, sagen wir mal, ja... Die meisten sollen das Spiel zumindest kennen. Wenn sie es nicht selber haben, dann also irgendwelchen Let's Plays. So. Coole Karre hier. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie ein Dacia oder sowas. Let me call Lester. So, ganze 6 Kilometer soll ich jetzt fahren. Das ist nicht euer Ernst, oder? 6 Kilometer. We got a funding problem. So, boah, jetzt müssen wir hier nach sonst wohin kutschen, ey. Mal ganz im Ernst. So, mal hier mal eine Spur wechseln. Polito Bay, right? Na, ich dachte, ich hätte natürlich auch eine Abkürzung nehmen können hier, aber, oh Gott. Fahr ich jetzt halt hier lang. So, um die Ecke. 5,5 Kilometer noch. Ja, die Mission ist natürlich jetzt auch nicht ganz ohne. Dauert auch eine Weile. Aber wir kommen langsam voran. Müsste auch bald wieder der nächste Bankraub kommen. Ja, war ein guter Drift. Yes, I have. People always try to label you. You know? Maniac, psycho, friend, industry leader. Some ways you defy categorization. Naja. Gut, lass mal die Typen mal reden hier. Wir müssen jetzt noch 4 Kilometer irgendwie über die Spur bringen hier. Oder über die Zeit. Ich denke mal, wir haben 2/3 vom Spiel, müssen wir eigentlich durch haben jetzt hier, wenn wir die Hauptmission zählen.
läuft eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich will jetzt eigentlich, sag ich mal, im Februar fertig werden, spätestens mit GTA 5. Assassin's Creed ist jetzt mein Hauptprojekt, kann man sagen. Black Flag. So, und das werde ich natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen detaillierter spielen. Also nicht nur die Hauptmission machen, sondern auch die Nebenquests dann der Reihe nach. Je nachdem, wie gerade so Zeit ist, wie ich gerade Lust habe. Attentatsmission, alles mögliche, also ich denke mal, morgen werde ich schon ein bisschen Assassin's Creed spielen aufnehmen, auch wenn es manchmal ein bisschen, weiß nicht, gehört eigentlich jetzt nicht ins GTA 5 Video, aber für mich ist eigentlich neben GTA 5 das zweitbeste Spiel dieses Jahr, oder für 2013 besser gesagt, weil wir haben ja schon Neujahr, naja. Aber ich denke mal, das werde ich auf jeden Fall noch genießen, das Spiel, da werde ich euch auch dran teilhaben. So, und für die Xbox One kommen ja dieses Jahr sicherlich auch ein paar sehr gute Spiele noch raus, wo ich ein oder andere davon spielen werde. Und wenn mal nichts kommt, werde ich mir vielleicht noch ein anderes Projekt nehmen, ein bisschen älteres Spiel. Ich habe schon an Fable gedacht, vielleicht Fable 3 oder sowas, Halo 3, irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. So, aufpassen hier, dass wir in den Gegenverkehr fahren. Also für die Xbox, denke ich mal, werde ich schon mal ein oder zwei Spiele mal irgendwann auf jeden Fall mal machen. Vielleicht werde ich mal ein Vote machen. Also ich habe eine Handvoll Spiele, habe ich da. Oh, sind schon da. Oh Gott, oh Gott. Mein Fehler. Dann denke ich mal, demnächst mal ein Voting machen. Mal gucken, welches Spiel ich dann noch spielen soll für die Xbox 360, weil wollen die Xbox ja nicht einfach so liegen lassen. Nach GTA 5 und Dark Souls und Diablo. Oh, mal gucken. Was für ein Bus. Okay. Kleiner Zeitsprung. Come on, man, knock it off. What? Oh Mann, die Typen sind so gestört. I'm gonna break your fucking fingers, you don't knock that shit off. Well, please, all right, you'd alleviate the boredom. Ganz schön. Ah, da ist ein Bus. Cool. Downtown. Warum fahren wir jetzt eigentlich mit dem Bus? Bin die ganze Zeit mit der scheiß Karre rumgefahren. Hey. Ah, das lässt doch. Deswegen, okay. Start schon. Ja, so ist das, wenn man bloß immer wieder rauskommt. Ausmachen, aus dem Haus. Oh Mann, Lester, ey. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann, wahrscheinlich. Ah, wir machen jetzt Bankraub. Das ist natürlich cool. Auf jeden Fall, die Mission wird richtig geil. So. Der Bankraub ist, glaube ich, so einer der Höhepunkte von dem Spiel hier. That's the entrance to the bank. Ja, nothing cool. Special. Take us around back. Okay. Fällt überhaupt nicht auf. Oh Gott, hier sollte ich, glaube ich, nicht reinfahren. Grundstück nebenan, das ist hier vorne. There's an empty lot behind. Auf jeden Fall ganz schön frontkratzig, das Auto. I like it. Ach, ich muss doch hier rein. Oh Mann, ey. Was mache ich hier, verdammt? Was ist das für ein scheiß Auto? So, okay. Ich mach das, was ihr sagt. It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score is gonna pay. Well, we're gonna have to find a new score. No. This is the score. Right? What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, all right? Shoot the sucker. Wo ist der Alarm? Das grüne Ding da oben oder was? Hä? Das ist der Alarm.